Herren, ich darf Sie heute Abend recht herzlich begrüßen zum Landesliga-Wettkampf HSV Durlach 2 gegen TSV Heinsheim 2. Ich darf die einzelnen Heberinnen und Heber vorstellen. Für den KSV Durlach 2, Schamberg Natascha. Juliane Fuchs. Marie Dehorn. Tolga Yilmaz. Nikolas Pollek. Anna Gatzal. Und Philipp Schulz. Zum ersten Mal für den TSV Heinsheim an der Handel Bernadette Kaiser. Fabian Gallion. Und seit langer Zeit wieder, erstmal wieder auf der Bühne, Lars Wittmann. Johannes Bender. Kai Wittmann. Und Kevin Kühn. So, was für das heutige Abend? Patrick Ermann. Und das Fahrgemeinschaft. Bitte die Heberinnen und Heber abdrehen. In Kürze der erste Aufruf. Bereit halten. Kaiser Bernadette. Jetzt geht's los. Erster Versuch des heutigen Abends. Erstes Mal für den TSV Heinsheim am Start. Bernadette Clara Kaiser, TSV Heinsheim. Gültiger Versuch. So, 40 Kilogramm auflegen an dieser Last Juliane Fuchs, KSV Durlach 2. Nächste Heberin Natascha Schamberg mit 45 Kilogramm. So, die Zeit läuft für Natascha Schamberg. Gültiger Versuch. Nächste Heberin, selbe Last, Marie Dehorn, ebenfalls 45 Kilogramm. Gültiger Versuch. Männerhandel 63 Kilogramm. Bereithalten Johannes Bender. So, die Hand ist gerichtet, die Zeit läuft für Johannes Bender, 63 Kilometer. Ja.
Entschuldigung, so. Nächster Heber, Lars Wittmann. So, die Handel ist bereit für Lars Wittmann, 78 Kilogramm, erster Versuch. Wir reduzieren das Handgewicht auf 33 Kilogramm. Frauenhandel bereithalten Bernadette Kaiser. Im Moment sieht es so aus, dass der KSV Durlach 2 führt mit 51 zu 28,5. Schöner Versuch. 33 gültig. Nächste Heberin mit 43 Kilogramm, Juliane Fuchs, KSV Durlach 2. Moment führt Durlach mit 19,5 Punkte Vorsprung. Hand ist gerichtet, die Zeit läuft nun für Juliane Fuchs. Entschuldigung, so. 48 auf die Handel, an dieser Last Natascha Schamberg, ebenfalls KSV Durlach. Handel ist gerichtet, die Zeit läuft nun für Sie, 48 Kilogramm. Gültiger Versuch. 50 auf die Handel an dieser Last. Marie Dehorn. Im Moment wird noch die Handel gesäubert. So, jetzt geht's los. 50 Kilogramm, zweiter Versuch. Marie Dehorn. Entschuldigung, so, 84 Kilogramm Männerhandel an dieser Last, Lars Wittmann. Moment, 67
67 Bänder, Johannes. So, die Hand ist gerichtet, die Zeit läuft nun für Bänder Johannes. Leider ungültig. Nächster Heber so mit Lars Wittmann mit 84 Kilogramm. So, und nun ist der Andi bereit für Lars Wittmann, 84 Kilogramm, zweiter Versuch. Gültiger Versuch. So, Frauenhandel, 35 Kilogramm, an dieser Lass Bernadette Kaiser. So, Moment, noch nicht. So, meine Damen und Herren, Unterstützung für Bernadette Kaiser, 35 Kilogramm. Hallo. Herzlichen Glückwunsch, neue persönliche Bestleistung für Bernadette Kaiser. So, 45 Kilogramm auflegen. An dieser Last Juliane Fuchs. Hand ist gerichtet, die Zeit läuft nun für Juliane Fuchs. Gültiger Versuch. So. 50 Kilogramm auflegen, an dieser Leistung Natascha Schamberg. Moment, sie steigen auf 51 Kilogramm. Somit nächste Heberin Natascha Schamberg mit 51 Kilogramm. Die Hand ist nun gerichtet, die Zeit läuft für Natascha Schamberg. Dritter und letzter Versuch, 51 Kilogramm. Gültiger Versuch.
Nächste Heberin mit 52 Kilogramm, Marie Dehorn. 52 Kilogramm, dritter und letzter Versuch, auch für Sie. Gültiger Versuch. So, 67 Kilogramm auf die Handel, dann liefert das Johannes Bender. So, meine Damen und Herren, Unterstützung für Johannes Bender. Dritter und letzter Versuch für ihn, 67 Kilogramm. Ja, okay. Dann müssen wir einen ganzen Fußflug machen zum Stand. Hey, schön zum Stand, Johannes, komm. Ja. Ich mach jetzt an. Leider auch dieser Versuch ungültig. So, jetzt bekommen wir 88 auf die Angel an dieser Last. Lars Wittmann. So, meine Damen und Herren, die Hand ist nun gerichtet für Lars Wittmann. Auch für ihn die Unterstützung vom Heinsheimer Publikum. 88 Kilogramm. Gültig in der Wertung 88 Kilogramm. So, meine Damen und Herren, im Moment sieht es so aus. Der KSV Durlach führt mit 69 zu 43,5. So, jetzt kommt die zweite Gruppe. Jetzt versuchen wir ein bisschen was aufzuholen. Es fängt an für den TSV Heinsheim mit 57 Kilogramm Fabian Gallion. Leider ungültig. So, nächster Heber ist somit Nicolas Polek. Er bekommt 70 Kilogramm im ersten Versuch. Auf die Handel. Die Hand ist nun gerichtet, die Zeit läuft nun für ihn. 70 Kilogramm, Nicolas Polek, KSV Durlach. Entschuldigung, Versuch. Nächster Heber für den TSV Heinsheim, Kai Wittmann. Er bekommt 85 Kilogramm.
natürlicher Versuch. Nächster Heber ist mit 90 Kilogramm Philipp Schulz, KSV Durlach. Entschuldigung, Versuch. Nächster Heber, der kommt aus Hansheim, Kevin Kübler mit 100 Kilogramm. So, die Hand ist gerichtet. Noch nicht, aber jetzt, die Zeit läuft. Für Kevin Kübler. Für Ala Gasal. Erster Versuch. Zeit läuft nun für ihn. 110 Kilogramm. Wir reduzieren das Handgewicht auf 57 Kilogramm. Die Hand ist gerichtet für Fabian Gallion, 57 Kilogramm. Entschuldigung, was ist? So, wir haben die ersten Versuche gesehen. Moment für der KSV Durlach noch mit 92,5 zu 84,7. Es wird ganz eng. Wer bekommt den Punkt im Reisen? Durlach oder Einzel? So, 74 sind gerichtet. Die Zeit läuft nun für Nicolas Pollek. Ungültiger Versuch. Nächster Heber, Kai Wittmann an 90 Kilogramm.
So, meine Damen und Herren, Sonderapplaus für unsere Scheibenschieber. Die leisten heute wieder Schwerstarbeit. So, jetzt ist die Handel für den Athlet gerichtet. Und jetzt läuft auch die Zeit. So, Kai Wittmann, 90 Kilogramm. Schöner Versuch. Gültig, 90 Kilogramm in der Wertung. Nächster Heber ist mit 95 Philipp Schulz. So, jetzt geht's los. Die Hand ist gerichtet für Philipp Schulz. 95 Kilogramm, zweiter Versuch. Gültiger Versuch. 105 auf die Handel. So, meine Damen und Herren, an diesem Lass Kevin Kübler, der ist vor Heinzheim. Jawohl. Gültiger Versuch. Jetzt bekommen wir 115 auf die Handel an dieser Last Alal Gassal. Die Zeit läuft. 115 Kilogramm. Gültiger Versuch. So, 63 Kilogramm auf die Handel. So, Unterstützung für Fabian Gallon. Dritter und letzter Versuch, 63 Kilogramm. Gültiger Versuch. Ja.
So, meine Damen und Herren, 74 Kilogramm. Und dann ist nun bereit für Nicolas Polek. Kai Wittmann, TSV Heinzheim. Er braucht eure Unterstützung. 94 Kilogramm. So, jetzt ist die Hand gerichtet für Kai Wittmann. 94 Kilogramm. Kilogramm. So, Moment, führt der TSV Heinzheim mit 0,2 Punkte. Aber es kann sich jetzt wieder ändern. Vom Heinzheimer Publikum. Kevin Kübler, 107 Kilogramm. Das war wirklich gekämpft, aber leider doch ungültig. So, 120 auf die Handel. Moment, sieht es so aus, der Punkt geht an Durlach im Reisen. Mit
So, die Hand ist gerichtet für Alal Ghazal. 120 Kilogramm. Auf, starker Zug. Auf, Alal. Das war ungültig. So, so sieht es aus. 106,5 zu 104,7. So, meine Damen und Herren, die Zeit ist um. Erster Versuch im Stoßen. Bernadett Kaiser, 40 Kilogramm. Gültiger Versuch. So, 58 Kilogramm auf die andere. Sind bereit für Natascha Schamberg. Entschuldiger Versuch, 58 ebenfalls für Juliane Fuchs. Handelsgerichtet, die Zeit läuft nun für Sie. 58 Kilogramm. Gültiger Versuch. So. 60 Kilogramm auflegen. An dieser Last Marie Dehorn. 60 Kilogramm. Erster Versuch. Gültiger Versuch. 82 Kilogramm auflegen an dieser Last Johannes Bender. Die Hand ist bereit, die Zeit läuft nun für Johannes Bender. Hart mit Schieben, unkräftig. Hey, jawohl! Super!
Ja, schöner Versuch. Mit 82 Kilogramm. 97 auf die andere. Lippe. Reit, die Zeit läuft nun für Lars Wittmann. Schöner Versuch. Lars Wittmann, erster. Versuch in der Meldung. 43 Frauenhande bereithalten. Bernadette Kaiser. Jetzt geht's los. Zweiter Versuch, 43 Kilogramm. Kilogramm an dieser Last. Juliane Fuchs. So, zweiter Versuch für Natascha Schamberg. Schöner Versuch. 65 Kilogramm an dieser Last, Marie Dehorn. Die Zeit läuft nun für Marie Dehorn. Kilogramm
Auf die Hande an dieser Last Johannes Bender. So, meine Damen und Herren, Unterstützung für Johannes Bender. Zweiter Versuch, 86 Kilogramm. Lars Wittmann. Unterstützung für Lars Wittmann, TSV Heinsheim. Braucht eure Unterstützung. Auf geht's! Der Bernadette Kaiser. Herzlichen Glückwunsch. 63 Kilogramm auf die Hand. Liegen auf der Hand für Juliane Fuchs. Kilogramm. So, meine Damen, es geht gerade weiter. 66 Kilogramm an diese Last, Natascha Schamberg. An das Gericht, die Zeit läuft nun für Sie mit 66 Kilogramm. Versuch. 70 Kilogramm auflegen. Sind gerichtet für Marie de Horn. Dritter und letzter Versuch.
Schöne Grüße. So, 90 Kilogramm. Der Johannes Bender. Er braucht eure Unterstützung. 90 Kilogramm. Auch für ihn den dritten und letzter Versuch. So jetzt, Johannes, auf geht's. 90 Kilogramm. Geht's wieder los. 74 Kilogramm sind gerichtet für Fabian Gallion. Schwieriger Versuch, 92 Kilogramm auf die Hand. Wir haben das gerichtet für Tolga Yilmaz. So, 105 Kilogramm für Kai Wittmann.
Denke Schritt machen und lang. Warte! Gute Grüße. Ein und fünf Leiden auf der Handel für Philipp Schulz. Und die Zeit läuft nun für Philipp Schulz. Gute 110 Kilogramm auf die Handel an dieser Last, Kevin Kübler. Ein und 10 sind gerichtet, die Zeit läuft für Kevin Kübler. Auf die Hand. Und die Hand ist gerichtet, noch nicht. So, jetzt die Zeit läuft für Alal Ghazal, 140 Kilogramm. Auf die Hand. So, die Hand ist gerichtet für Fabian Gallon. 78 Kilogramm. Kilogramm auf die Hand an dieser Last, Tolga Yilmaz. Alles gerichtete Zeit läuft für Tolga Yilmaz.
Entschuldigung, so. Hundertzehn Kilogramm. Andi Salas, Kai Wittmann. Unterstützung für Kai Wittmann. Zweiter Versuch, 110 Kilogramm, Andi Salas, Philipp Schulz. Also, 120 auf die Hand. So, die Hand. Ist nun gerichtet, 120 Kilogramm, Kevin Kübler. Kilogramm an dieser Last, Alal Ghazal. So, 84 Kilogramm auf die Hände an dieser Last, Fabian Gallion.
König aber so. Kilogramm auflegen an dieser Last, Tolga Jilwaz. So, die Hand ist gerichtet für Tolga Jilmaz. 100 Kilogramm. Philipp Schulz. So, die Hand ist gerichtet, 115 Kilogramm, Philipp Schulz. Kilogramm.
So, meine Damen und Herren, 125 Kilogramm für Kevin Kübler. Unterstützung für Kevin Kübler für seinen dritten Versuch. Schöner Versuch. 125 in der Werte. So, letzter Versuch des heutigen Abends. 150 Kilogramm für Ala Ghazal. Das war leider zu schwer. Aber der Wettkampf ist jetzt zu Ende mit einem verdienten Sieger, KSV Durlach 2. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben einen schönen Wettkampf gesehen, spannenden Wettkampf mit dem verdienten Sieger. Ich darf nun die einzelnen Ergebnisse vorlesen. Im Reisen erreichte der TSV Heinsheim 104,7. Der KSV Durlach 106,5. Somit der erste Punkt geht an Durlach. Im Stoßen erreichte der TSV Heinsheim 219,2. Der KSV Durlach 231,5. Somit der zweite Aufwandler. Somit das Endergebnis. TSV Heinsheim 323,9. Der KSV Durlach 338,0. Somit ist der KSV Durlach 2 Sieger des heutigen Abends. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf nun die einzelnen Heber vorstellen mit den Leistungen. Kodek Nikolas, 0 Punkte. Aber er hat nicht gehoben. Super, oder? So, 12 Besten mit 26 Punkte im Stoßen. Tolga Yilmaz. 11 Bester mit 26,5 für Hannes Bender. 10 Bester mit 36 Punkte Philipp Schulz. 9 Bester mit 43 Punkte Fabian Gallion. 8 Beste mit 48 Kilogramm. Erstmal in Heinsheim, Kaiser Bernadett. 7 Bester mit 54 Punkte Marie Gehan. 6 Bester mit 61, Juliane Fuchs. 5 Bester mit 65,4, Kevin Kübler. 5 Bester, erstmal wieder in Heinsheim an der Handel, Lars Wittmann. 70 Punkte, das sind die drei Besten, Kai Wittmann mit 71 Punkte. 2 Besten mit 74 Punkte, Natascha Schamberg.
und bis zum heutigen Abend à la Gassal. 87. Dafür kann ich das Wort übergeben. Ich bedanke mich bei beiden Mannschaften für die gezeigte Leistung. Es war ein spannender und schöner Wettkampf. Und wir beenden den Wettkampf mit unserem Sportbuch. Und dreifach kräftige Kraft!